Das kleinste Monocoque-Wohnmobil der Welt. Es steht hier, es ist sofort verfügbar. Wir sind in Landsberg am Lech zusammen mit Adrian. Hallo Adrian, ich grüße dich ganz herzlich. Und er wird gleich mal aussteigen. Das ist ja Wahnsinn. Hallo Adrian, ihr habt wenige bekommen, muss man sagen. Wir haben Anfang April, 2. April 2023. Er ist sofort verfügbar. Das ist ein kleines, süßes Wohnmobil. Richtig. Es ist Monocoque, GFK. Ist komplett Monocoque, komplett GFK. So, für die Leute, welche kennen nicht so gut, was bedeutet Monocoque. Wir erklären ganz einfach. Ist komplett der Aufbau, ein einziges Stück. Ohne Schneiden und so weiter. Alles zusammen. Wie Boot? Wie ein Boot. Wie ein Boot, ja, das ist wirklich so. Und dieses nagelneu, es ist gerade vom LKW gekommen, so kann man sagen. Es ist extrem sicher. Es hat einen riesen Innenraum und das Ganze steht auf einem Fiat Doblo. Der hat wirklich, also es ist ein Fahrzeug, das müsst ihr euch jetzt mal angucken. Adrian ist jetzt nicht der Schulungsweltmeister auf dem Fahrzeug. Du bist aber einer der besten Wohnmobilverkäufer Europas, wenn nicht der Beste. Und du kriegst alles hin, oder? Fast alles. So ist das, ja. Wir werden das gleich mal zeigen. Der Ronin, hier steht hier, zwei Stück habt ihr da. Ja. Und das sind die letzten beiden, die kommen. Das ist ein vollwertiges Reisemobil. Richtig, das ist ein Wohnmobil in 5,40 Meter mit alles. Mit Bett, Toilette, Dusche, Herd, alles. 5,40 Meter. Richtig. Alles ist mit drin. Preis, was kostet? Richtig. Preis, die liegen bei 64.900, aber inklusive mit Markise, inklusive mit Solar, mit alles drin. Gut, haben die auch Lithium? Lithium kann wir selbst nachrüsten. Ja, aber das kostet ja nicht mehr die Welt, oder? Nein, nicht mehr. So, das kann man sehen. Also das Ganze ist wirklich in Handarbeit gefertigt und diesen Aufbau kriegst du mit größter Wahrscheinlichkeit nicht kaputt, oder? Nein, auf jeden Fall. Schau, zum Beispiel hier, was bedeutet eine Monocoque? GFK Monocoque. Genau, und die zu machen kaputt ist relativ schwierig. So, das ist ein Nutzfahrzeug drunter. Auch da hast du Laufleistung ohne Ende. Für wen ist denn sowas geeignet? Weil du bist ja extrem mobil damit. Du kannst zum Beispiel in jeder Stadt stehen, einfach so. Richtig, ist eine PKW. Im Endeffekt ist eine PKW. Auch wenn wir reden vom Versicherungsanwalt, wir reden von Steuern und so weiter, ist eine PKW. Was passiert, wenn du damit auf den Campingplatz fährst? Die Leute trauben, oder? Die stehen rum. Ja, die wollen sagen, warum kann ich mit meinem Morello 9 Meter lang nicht parken, wo die Kleine kann parken? Bist du gemein. Bloß, guck mal hier unten. Echtes Holz ist hier drin. Ja. Auch hier unten Monocoque. Ja. Das heißt, hier kann es rein regnen. Das spielt keine Rolle. Spielt absolut keine Rolle. So, dann hast du mit drin. Du hast so viel Platz. Geh ruhig mal vor. Du bist 1 Meter? 1 Meter. Immer noch 1,87 Meter. 1,87 Meter. Also ein großer Mann. Und man sieht, du hast Stehhöhe, richtig viel Stehhöhe. Ja. Und dann geht es ein kleines bisschen runter. Eine Rundsitzgruppe mit drei Fenstern mit drin. Guck mal. Das ist wie in einem großen Rundsitzgruppenfahrzeug mit drin. Richtig. Alles ist handwerklich gefertigt? Ja, alles fertig gemacht. Und schau einfach bitte diese Rundsitzgruppe. Sag mir, wo kannst du finden sowas in 5,40 Meter? Geh mal rein, bitte. Das wollen wir mal sehen. Den Tisch kann man drehen. Genau, 360 Grad. 360 Grad Drehbar. Du kannst einfach einsteigen. Ich komme jetzt mal gegenüber zu dir, setz mich hier rein. Und wir können jetzt hier frühstücken. Das ist, Ich habe ja gedacht, du bringst schon die Frühstück mit. Nee. Warte, ich filme mal gerade hier rein, dass man mal sieht, wie viel Platz hier drin ist. Allein der Alkoven, wenn du drin bist, du glaubst nicht, dass von außen, wenn du das siehst, oder? Das ist unglaublich. War für mich auch erster Schock. Wann habe ich das erste Mal gesehen, diese Auto in echt? Und habe gesagt, okay, wo damit mit dem Platz? Aber ganz einfach, der Platz hinten ist für zwei Personen. Hier haben wir die Möglichkeit, in dem Moment, wann sie möchte, Tisch unterzusinken, noch ein Bett zu bauen oder ein Sofa für eine Person. So, Platz haben wir genug. So, er wird in der Türkei gebaut, so viel kann man sagen. Und am Anfang war das Design sehr türkisch. Das heißt, dunkelste Farben geht nicht mehr, orangenes Licht. Also das, glaube ich, hätte allen Türken und Russen sehr gut gefallen. Aber für den europäischen Geschmack, jetzt wo er hier ist, ja, alles dunkelgrau, helle Hölzer, Eiche rustikal, die Kochfelder ganz normal jetzt hier mit drin. Das ist, alles wurde geändert. Das heißt, ihr habt die komplette Konstruktion geändert. Richtig, oder? Wir haben relativ sehr viel gearbeitet in die Design auf diese kleinen Monocoques und im Endeffekt ist dieses Produkt rausgekommen. So, hier sieht man, also überall Schränke. Wenn du mal gerade so einen Schrank über dir öffnest, so da mal kurz reingucken. Also du hast richtige große Scharniere mit drin, mit Gasdruckfedern und auch Vollkorpusmöbel. Das heißt auch alles innen drin. Dann ist hier eine Leselampe mit eingebaut. Du hast
unglaublich tolle Fenster drin. Du hast die Berhimis drin. Das ist so der Mercedes, der Rolls-Royce unter den Fenstern. Also ein richtiger Geheimtipp. Ein großer Kleiderschrank. Zeig mal bitte. Das ist 5,40 Meter. Überleg mal. Das Geniale hierbei ist, dass du die ganz normale Karosse, wir sprechen jetzt über Sicherheit, dieser Monocoque ist hochfest. Also du hast eine Sicherheit eigentlich wie in einem ganz normalen Pkw. Genau, das ist der große Punkt und das ist der große starke Punkt oder Renner in diesem Auto, dass dieses Auto ist komplett vom Monocoque. Ich habe leider vor ein paar Jahren gesehen, eine Monocoque in Italien war Unfall gehabt. War absolut nicht schlimmes, ein paar Kratzer und das war's. Das war's. Also hier oben hast du ein großes Heki drin. Dann die Dusche, geh ruhig mal in die Dusche rein, dass wir das mal sehen. Das ist eine vollwertige Dusche, das ist kein Spielzeug. Nein, das ist eine richtige große Dusche. Wie gesagt, ich bin 1,86 Meter. Trotzdem habe ich genug Platz. Gut, du hast ein richtiges Waschbecken mit drin, großer Spiegel, genau. Überall Licht mit eingebaut. So, das kannst du einfach rausziehen. Jetzt danach, das ist die Dusche. Okay. Kann wir einfach benutzen, wie eine Dusche oder wie Waschbecken. So, die ganz normale, die Standard-Kassettentoilette drin. Genau. Dann hast du hier oben, da hast du noch ein Feld. Da ist ein Dachventilator von, wieder von Behimi drin. Richtig. Krass. Und ja, bitte mal aufhören. Stauraum noch. Okay. Stauraum mit drin. Dann kannst du zumachen. Da ist also hier, wenn du gerne alleine auf Toilette haben möchtest, du fährst mit zwei Leuten, kannst du einfach schließen. Hier ist ein Tedford-Kompressor-Kühlschrank mit eingebaut. Ja. Und auf Wunsch natürlich auch mit Solar. Ist Solar dabei? Solar nicht dabei, aber kann wir extra nachrüsten. Gut, kann nachgerüstet werden. Eine Ebersbecher aus deutscher Fertigung. Diesel-Standheizung ist hier eingebaut. Richtig. Hier das Feld. Dann richtige Schalter mit drin. Du musst also nicht hier irgendwie... Ist Saft drauf, weißt du zufällig? Leider nicht. Gut, ist nicht so schlimm, aber ich habe ja Licht dabei. Da können wir mal ein bisschen heller machen. Und das ist natürlich die Frechheit hoch 10. Du hast also hier eine vollwertige... große Liegefläche und zwar für zwei Personen, die Bettmaße wie im normalen Bett. Fast wie ein normales Bett, ja, genau. So, und das sieht man hier, also auch das Hochkommen. Wenn ich Reinhold Messner bin, dann komme ich auch hier rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Sowieso, die Leiter ist immer dabei. Die Leiter ist dabei? Genau. Okay, hier gucken wir mal kurz rein, also das wird das mal sehen. Also ein riesengroßes Bett im Alkoven mit drin. Das Ganze ist natürlich maximal isoliert. Und ist fest und ich kann sogar von innen einsteigen im Notfall, ja, aber normal machst du das nicht. Von draußen gehen. Man muss nicht, aber man hat es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man von draußen geht und alles ist dabei. Das heißt also auch hier, ich guck mal gerade rein, also da ist eine Fahrerhaus-Klimaanlage dabei, das Radio ist schon mit drin, du hast Servolenkung mit drin, 6-Gang-Schaltgetriebe, also alles dabei, Preis? Ungefähr bei 64,9. Aber 64,9 plus minus. Also wenn ich Interesse habe, am besten anrufen. Zwei Stück habt ihr noch da. Da steht er, CBE-Bedienteil, also alles drum und dran. Auch mit COC, richtig? Auch mit COC, genau. Gut. Ihr habt die kurz zugelassen, glaube ich, oder? Genau, sind Tageszulassung beides. Sind sofort zu haben. 14 Tage vom Kaufvertrag unterschreiben, die kann wir ausliefern. So, Kilometerleistung? Kilometerleistung? Null, also quasi. 1 oder 2 Kilometer. 1 oder 2 Kilometer. Genau. Das heißt, die sind nicht auf eigener Achse hergefahren. Nein. So, ich zeige mal gerade noch Fliegengitter, ist hier noch mit drin, dass wir das noch sehen. Zeig mal bitte Fliegengitter, Fiamma ist drauf. Hottomobil heißt das Ganze und es heißt Ronin XL und genau. Hier ist die Seriennummer 32, da könnt ihr es sehen. Also es ist wirklich jetzt in die Serie gegangen. Als ich den ersten Prototypen gesehen habe, habe ich auch gedacht, aber ganz ehrlich, hier würde ich ein paar schöne Alus würde ich drauf machen, oder? Ja, das ist auch möglich. Leider vom die Werk ist gekommen mit. Alle, was haben wir ausgeliefert, haben wir die Stahlfelgen gewechselt, ja. Okay, hier unten drunter ist wahrscheinlich noch Stauraum. Ja. Wenn du mal kurz mal gucken mal rein. Kann man sehen. Ja, genau. Ah, Gas. Ach so, ich verstehe. Er steht ja auf Diesel und Diesel genau. Zum Kochen. Genau. Aber wir können eine Gasflasche kleine auch dazu nehmen für die Herd. So, wir gucken uns das gerade mal an. Hier siehst du, also da ist das Fenster drin, da ist die Rückfahrkamera mit eingebaut. Da hast du hinten noch ein großes Heckkompartment. Wenn du das mal gerade öffnest, bitte, mach das mal bitte auf, dass wir das mal sehen. Und dann zeige ich mal gerade von der anderen Seite. Also Truma-Heizung ist hier mit drin. Du hast also kompletten GFK Monocoque für 65 Kilo. Das heißt, der auch so klein ist, dass du mit überall hinfahren kannst. Also für Minimalisten ist das natürlich ein mega großes Thema. Das können wir gleich mal sehen. Das Ganze ist übrigens die gleiche Firma, die auch diese Monocoque-Sachen fahren.
Du hast einen anderen Schlüssel im Moment. Muss man sagen. Du hast den zweiten Schlüssel nicht dabei. Genau. Aber darunter ist noch ein großes Compartment. Ist eine Stauraum, ja. Ist eine Stauraum, welche geht komplett unter die Sitzbank. So, da vorne, da kann man es zeigen. Also da sind sie nochmal mit drin. Das ist die Rückwand, die wir hier sehen. Also Hottomobil, zwei Stück hast du da. Genau diese genau. Zwei Stück, oder? Genau, nur diese zwei Stück, ja. So, Rückfahrkamera dabei? Rückfahrkamera ist dabei. So, wenn ich den haben möchte, Adrian, wo wende ich mich hin? Bei der Marca Mobility am besten anrufen bei uns oder einen Termin mit uns machen. Alle läuft mit Termin und so weiter. Und Sie finden uns in Landsberg am Lech in 86899. Hast 869. Egal. Landsberg am Lech, da sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.